Was in einer Hausapotheke vorrätig sein sollte. Eine Hausapotheke gehört in jeden Haushalt. Und laut einer aktuellen Studie besitzen 4 von 5 Deutschen eine Hausapotheke zu Hause. Die meisten haben Schmerzmittel und Verbandsmaterial. Wobei Verbandsmaterial hat man ja sowieso, wenn man Auto fährt. Denn im Auto ist es Pflicht, im Haushalt nicht. Ob das jetzt alles im Badezimmer aufbewahrt werden sollte, das verrate ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Klären wir doch zunächst einmal, was die meisten in der Hausapotheke überhaupt haben. Was in der Hausapotheke auf keinen Fall fehlen sollte und was man machen kann, wenn die kleinen Hilfsmittelchen nicht zur Verfügung stehen. Das Wichtigste direkt mal zu Beginn, die sogenannten Ersthelferchen. Schmerzmittel. Die sollte man auf jeden Fall im Haus haben und man muss unterscheiden zwischen Erwachsenen und Kindern, denn Kinder brauchen eine ganz andere Dosierung als Erwachsene. Wie das genau aussieht, da fragt ihr am besten mal euren Arzt oder Apotheker. Dann habt ihr noch ein Fieberthermometer im Haus, das ist sehr wichtig und Autsch! Oh, aua! Ein Kühlpack, man weiß ja nie, wozu man das braucht. Vorsichtshalber vorher schon mal ins Gefrierfach gelegt. So, okay. Und dann an die Stelle halten, wo es gekühlt werden soll. Solltet ihr das allerdings nicht im Hause haben, dann probiert es doch einfach mal zum Beispiel mit einem Glas Marmelade aus dem Kühlfach oder Erbsen aus dem Kühlfach oder Bohnen aus dem Kühlfach oder Möhren aus dem Kühlfach. Irgendwas, was kalt ist. Okay, Stichwort Elektrolytlösung. Man sollte auf jeden Fall ein Mittel gegen Durchfall im Haus haben und ein Antikotzmittel in Form von Tablette und Zäpfchen, je nachdem, ob man viel kotzen muss oder ob es vielleicht sogar hinten rauskommt. Empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine Elektrolytlösung im Haus zu haben. Auflösen, hier rein, mit ein bisschen Wasser befüllen, so, und schön umrühren. Lecker. Ja, und übrigens, wenn man das nicht hat, kommt jetzt für euch der Super-Tipp. Vier Teelöffel Zucker, ein Viertel Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Backpulver, eine Tasse O-Saft oder ersatzweise 2 Bananen, 1 Liter Mineralwasser oder stilles Wasser. Wenn ihr nun also die Zutaten richtig zusammengemischt habt, dann habt ihr die perfekte Elektrolytlösung für zu Hause. Das bedeutet, ihr müsst jetzt die nächsten 24 Stunden 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen. Bei einem Körpergewicht von 60 Kilogramm, also wie das bei mir im Moment der Fall ist. Diese Hormone aber auch. Dann 60 mal 40 ist gleich 2400. Laut Adam Riese, Pi mal Daumen, 2,5 Liter, die ihr zu euch nehmen müsst. Der Haushaltszucker wird in eurem Körper zu Glucose und Fructose gespalten. Aus Kochsalz und Backpulver erhaltet ihr Natriumsalz. Und durch Orangensaft oder Bananen führt ihr dem Körper wieder Kalium hinzu. Der Zucker ist übrigens wichtig, damit die Flüssigkeit überhaupt in eurem Körper aufgenommen werden kann. Und nicht direkt wieder, sagen wir mal, da unten, da hinten rauskommt. Insgesamt füllt ihr also Flüssigkeit und Elektrolyte wieder auf. Fake News sind übrigens das Ganze mit Cola und Salzstangen zu ersetzen. Die Cola hat so viel Zucker, dass der Durchfall dadurch eher verstärkt wird. Also keine Cola, keine Salzstangen. Kommen wir zu den Familienklassikern. Die man auf jeden Fall im Haushalt haben sollte, aber schon mal gerne vergessen werden. Etwas gegen Lippenherpes, das bedeutet auf jeden Fall Küssen verboten. Etwas gegen Sodbrennen und die sogenannten Dauermedikamente. Das sind die Medikamente, die jeder Einzelne von euch ganz persönlich braucht. Beispielsweise etwas für die Schilddrüse, fürs Herz, cholesterinsenkende Mittel oder für den Bluthochdruck.
Und was auf gar keinen Fall fehlen sollte, ist das Verbandsmaterial für die kleineren Unfälle im Haushalt. Ja, man sagt ja so gerne, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Da braucht ihr Mullbinden, Kompressen, Schere, Pflaster, Befestigungsmaterial wie Pflasterrollen oder Verbandklammern. Und sehr schlau ist es auch, wenn man so selbstklebende Verbände hat. Da braucht man nicht mal eine Schere und wenn man unterwegs ist, kann man den ganz einfach auch ohne Schere anlegen. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch ein Desinfektionsspray. Ja, das ist sehr gut für die schmerzfreie Desinfektion für kleinere Wunden. Und ihr braucht noch ein Brand- und Wundgel. Ja, das ist so. Das hat man ja meistens nicht im Haus. Und wenn das nicht der Fall ist, kommt hier nochmal der Super-Tipp. 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 Wasser drüber laufen lassen, Achtung, zunächst so warm, wie man es gerade ertragen kann und dann langsam immer kühler werden lassen, über insgesamt mehr als 10 Minuten und viel trinken. Was ich auf jeden Fall immer da habe, denn ich mache ja sehr, 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 sehr viel Sport. Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Nein, ich mache viel Sport. Ich spiele ja schon mal Fußball auf dem Kunstrasenplatz und wenn man da so richtig elegant drüber slidet, dann kommt es schon mal vor, dass man sich das Knie aufratscht und eine richtig fiese Wunde hat mit ganz viel Eiter und der bleibt wochenlang. Und die Narbe sieht man sogar noch nach 30, 40, 50 Jahren. Dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine jodhaltige Salbe im Haus zu haben. Eine Salbe zur Desinfektion von verschmutzten Wunden. Außerdem sollte man auch eine Salbe im Haus haben gegen Verstauchungen. Und Achtung! Da bin ich wieder. Insektenspray. Das sprüht man sich dann einfach mal auf den Arm. So. Schön einreiben. Das mögen Insekten überhaupt nicht und das hält sie auf jeden Fall fern. Also nicht immer, aber manchmal schon. Sollte es nicht der Fall sein und ihr werdet trotzdem gestochen, dann habt ein Antiallergikum im Haus in Form von Tropfen oder auch Tabletten oder eine Salbe. Und für all diejenigen, die das nicht da haben, habe ich jetzt noch den Super-Tipp. Oh ja. Frisch aufgeschnittene Zwiebeln verwenden oder Eiswürfel, das lindert den Juckreiz. Auch sehr wichtig ist ein Mini-Vorrat gegen Erkältungskrankheiten. Allen voran das Nasenspray. Da wird allerdings empfohlen, das nicht länger als 7 bis 10 Tage zu verwenden. Und wenn es mal richtig fest sitzt hier oben, habe ich auch noch den super Tipp für euch. Ihr geht in die Apotheke, besorgt euch erstmal Salz, denn das ist kein herkömmliches Salz, was man da verwendet, sondern Apothekensalz und so eine Nasendusche. Die zu verwenden, das guckt ihr am besten im Netz nach. Ist irgendwas mit... So ungefähr. Was ihr dann noch braucht, ist Hustenlöser und Hustenstiller und ein Halsschmerzmittel. Und da habe ich natürlich für euch den besten Tipp ever. Ich hole ihn mal. Da ist ja auch schon der super Tipp. Honig, ein absoluter Alleskönner. Das wussten sogar schon die alten Griechen. Oder waren es die Römer? Oder vielleicht doch die alten Ägypter? Jedenfalls war Honig für sie das Naturprodukt, das als Heilmittel gut gegen Halsschmerzen war. Und auch heute ist Honig ein beliebtes Haushaltsmittel gegen Halsschmerzen. Denn es wirkt sehr schmerzlindernd im Hals. Was auch sehr gut ist, sind zum einen Kamilletee, aufgelöst natürlich in heißem Wasser, oder Salbei. Das ist gut gegen die Halsentzündung. Aber die absoluten Booster sind natürlich die Ingwer-Shots. Ja, wie man die macht, das guckt ihr am besten mal im Netz nach.
Und das waren sie. All die Dinge, die man in einer Hausapotheke auf jeden Fall vorrätig haben sollte. Was habe ich noch gleich zu Anfang gesagt? Ach ja, die Sache mit dem Badezimmer. Sollte man die Dinge im Badezimmer lagern? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Naja, im Bad kann es schon mal feucht werden und deshalb ist es so viel sinnvoller, sie an Orten zu lagern, wo es trocken ist, wo es kühl ist und wo es eben nicht so feucht werden kann. Orte wie beispielsweise der Keller oder eine Abstellkammer oder. Ich habe es hier gelagert. In diesem Kasten. Trocken und kühl. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal gibt es die Reiseapotheke. Also nicht die Hausapotheke, sondern die Reiseapotheke. Nicht die Hausapotheke, sondern die Reiseapotheke. Ja, wir fahren ja bald in den Urlaub. Und ich sage euch, was ihr bei der Reiseapotheke dabei haben müsst. Wir freuen uns über jeden gesunden Daumen. Das sind übrigens die Daumen, die immer nach oben zeigen. Abonniert gerne unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Bye, bye.